Hallo, herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Ihr wisst ja wahrscheinlich, ich bin ein Fan der Musik der 60er und der 70er Jahre und eine der sogenannten Superbands, Supergroups der 60er Jahre war die Kapelle Cream. Nicht Queen, sondern Cream. Und die drei Solisten, die quasi in einer Band zusammen gearbeitet haben, hießen Ginger Baker, Jack Bruce und natürlich Eric Slowhand Clapton. Und die Herrschaften haben extrem starke Blues-Rock-Musik geschrieben und sehr viel improvisiert. Und es war ein musikalischer Wettstreit auf den Schallplatten, auf den CDs und natürlich vor allem in den Konzerten. Und ich habe jetzt mal mir was gekauft, was relativ neu war, nämlich Cream live in Schweden und in den USA. Ich habe mir die Vinylbox gekauft, das gleiche gibt es auch auf CD natürlich. Und diese Vinylbox ist limitiert auf, wie viele Exemplare weiß ich nicht, aber ich habe die Nummer 426. Um was handelt es sich? Es handelt sich um Radioaufnahmen. Das heißt natürlich damit Tonqualität eher so lala. Diese Broadcast-Geschichten von damals, haben nicht den Broadcast-Qualitäten, wie sie heute haben, waren. Aber eben als Fan wollte ich es trotzdem haben. Ich wollte hören, wie die drei Herrschaften improvisieren, wie sie gegeneinander auf der Bühne einen Wettkampf ausfechten. Und es geht um 1967 Detroit, es geht um 1967 Schweden und es geht um 1968 San Diego. Also alles Rundfunkaufnahmen, die man jetzt wie auch immer irgendwie auf Schallplatte oder auf Datenträger gepresst hat. Und ich fand das Cover eigentlich sehr, sehr schön. Und schauen wir mal rein, machen wir das klassische Unboxing. Das Messerchen habe ich hier. Was haben denn diese Vinylausgabe so zu bieten? Wie gesagt, ich könnte es mir auch im Stream anhören, mache ich auch. Aber ich wollte jetzt unbedingt auch mal die Vinyl Sache haben, weil sie mir, was ich gelesen habe, optisch wohl gefallen wird. Also, Hülle weg und ich lege es mal dahin und fangen wir mal an. Ich mache mal eine 5-LP-Box auf und fange mal an. Als erstes ist dabei, ich hole es mal so Zug um Zug raus, ein Heftchen, ein Notenblatt von Strange Brew. Also, hier könnte ich quasi, wenn ich dazu in der Lage wäre, die Musik nachspielen. Dann ist dabei, und das fand ich sehr, sehr schön, ein 20-seitiges Booklet mit Bilderchen, ein bisschen Text, schön im psychedelischen Stil der damaligen Zeit. Hier sehen wir Ginger Baker, ein wahnsinniger, aber ein begnadeter Drummer, aber als Mensch wahrscheinlich eher ein Problem. Jack Bruce, da sind die drei Herrschaften, New Dynamic Group at the Fillmore, okay. Und hier, ein schönes Heftchen, muss man sich mal abends zu Gemüte führen. Eric Clapton, damals von den Yardbirds hergekommen, wir erinnern uns. So, und jetzt haben wir hier die erste Schallplatte, Detroit. Oktober 67. Und weshalb ich sie mir sicherlich auch gekauft habe, war, es ist farbiges Vinyl. Hier, diese hier in weiß. Okay, es sind immer die Standardsachen drauf. Also alles, was wir so kennen: Tales of Brave Ulysses, Sitting on the Top of the World, Sweet Wine, Rolling and Thumbing. Dann haben wir hier als nächstes, das ist die Detroit. Die zweite von Detroit in einem schönen Orange. Spoonful, Throat, I'm so glad. Schöne lange Sachen, 17 Minuten, 10 Minuten, auch in weiß. Okay, dann gehen wir mit Stockholm weiter. Stockholm, November 67, 14. November 67, in Blau. Set ist im Grunde identisch. Tales of Brave Elizabeth, Sunshine of Your Love hören wir mal.
Toad, I'm so glad. Mal gucken, welche Farbe. Auch oben. Auch in Weiß. Mhm. Dann haben wir San Diego. Das ist die LP Nummer 3. Sport Arena San Diego, 20. Oktober 68. White Room, I'm so glad. Sunshine of Your Love, Crossroads, also alles gut. Und die Farbe ist, ihr wisst es ja mittlerweile, Weiß. Und dann die letzte San Diego Platte in Rot. Toad Spoonful, 15 Minuten. Und die Farbe ist, ich glaube, ich brauche es euch nicht mehr erzählen, Weiß. Also, das war die Box, die ist jetzt leer. 5 LPs, 1, 2, 3, 4, 5 in Papierschuhe ohne Plastik, das heißt, es wird sofort in eine Plastikhülle reingetan, damit die Platten nicht zerkratzen. Tonqualität, wie gesagt, soll nicht so berauschend sein, weil es ja Radioaufnahmen sind, aber hallo, wir sind in den 60er Jahren, wir sind bei Konzerten, da muss man einfach lauter machen und dann ist die Sache in Ordnung. Also hier, Live in Sweden und USA von The Cream. In diesem Sinne, alles Gute und keep on rockin', wie wir ja sagen. Servus.